dieses Match gegen Schmiedler war, zweite Runde, wo sie Matchbälle abwehrte, ganz wichtig war, um recht reinzukommen ins Turnier. Glatt in zwei. Dann gab es mal Miami 2015 auch eine Partie, auch da Georgie. Van Uytvanck hat sie in Verstärkung geholt. Korrekt. Satzball. Für die Belgierin, die auch in Peking war, gegen Siniakova in der ersten Runde verlor. Wuhan gegen Muguruza. Hier dieser Ausflug nach Linz. Unheimlich wichtig. Wo sie den einen oder anderen Fehler auch produziert, wo sie auch ein bisschen nachlässt im Tempo. Das Ganze ist so ein bisschen unruhiger insgesamt in der Konzeption. Spielte French Open, das Viertelfinale erreichte. Alles korrekt entschieden, kein Challenge. Notwendig. Kann gefährlich werden jetzt für die Belgierin. Sechs Breakbälle gehabt. Eine Chance nur nutzen können, die Italienerin. Ihrerseits alle vier Breakbälle der Gegnerin abgewehrt. Ja, der Blick zum Daddy. Davon gefragt, du, wie geht's? Willst du das Ding hier noch reißen? Hat die gesagt, klar, unbedingt. Über die Rückhandseite, dann erneut in die Vorhand, dass Georgie auch ein bisschen intensiver dahin laufen muss. Kurzen Ball von Van Uytvanck. Belgierin, die übrigens hier mit der kompletten Familie, Brüdern, Eltern, Freundinnen, Matchbälle schon abgewehrt hier im Verlaufe des Turniers. Van Uytvanck gegen Schmiedlova, wo sie den ersten Satz ganz klar 1-6 verloren hatte, dann 7-6. 44, Daddy is happy, Fuß hat gehalten, ja, die Glückwünsche sind immer relativ kurz gehalten mit ihr. Sie ist eine, die, sagen wir mal, jetzt nicht mit jeder Spiel.